präsentiert bei Sportsland Niederösterreich und dem Autohaus Biber. Wir kommen zur nächsten Partie. Es geht hier darum, nicht zu verlieren, sondern ins Semifinale einzuziehen. Wir begrüßen als allererstes das Schiedsrichter. Erste Schiedsrichterin aus Österreich. Wir begrüßen Sie, Nina Hobi. Und zweiter Schiedsrichter Adelie, assistiert er Nina Peter Klotzer. Willkommen zum Team aus England. Please welcome the England Team. Die eine ist 26 Jahre jung, die andere ist 27 Jahre jung. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier am Center Court. Sarah Temple und Lucy Bolton. Und zwei Schweizerinnen. Der eine kommt aus Bern, der andere geboren in Köln, wohnt jetzt in Zürich. Wir begrüßen Sie recht herzlich hier am Center Court. Die Nachbarinnen aus unserem Land. Wir begrüßen Nadine Zumkehr und Jana Heidrich. Hallo, alles angerichtet hier in diesem Damenmatch im Metro verlieren. Unter Anführungszeichen verboten. Unter Anführungszeichen deshalb, weil dann heißt es hier fünfter Platz. Kann sich ja sehen lassen bei einem CEV-Masters. Der Gewinner ist im Semifinale. Nummer 1 bei den Schweizerinnen geht zum Service. Nummer 1, das ist Nadine Zumkehr. Wow, wir sehen hier gleich mal einen wunderschönen Block hier vorne, Johanna Heidrich. Schraubt sich die Hochschweiz für den 1 zurück. Der Pass ganz genau. Auf der Linie war es dabei, hier vorne Lucy Bolton. Ausgleich hier im Center Court 1-2. Es weit auch keine Blockführung rum. Hoch geht's somit an die Schweizerinnen. Wir sind hier mit 3-2. Schöner Ballwechsel mit einem schönen Punkt hier. Gespielt von der Nummer 1, der Engländerin. Sarah Temple macht es hier den vierten Punkt komplett. Wir sind zum ersten Mal gewechselt. Die Schweizer Perfektion.
ausgebracht hat. Radio Utopia, Ausgleich, ihr beide. Wir müssen sagen, wir unterstützen die Schweizerin mit einer Badener Servicewelle. Arme nach vorne, tief anfangen. Er war es ganz genau und auch die Schweizerin im Bahn-Index. Somit Führung für England. Sonst, wenn wir die Schweizerin unterstützen, müssen wir natürlich auch mit Engländerinnen. Wieder Arme nach vorne, wir machen eine laute Badener Servicewelle. Starker Block hier von der Nummer 2. Lucy Bolte.
Jetzt gelingt er das Eidos. Ich weiß nicht, wenn er mal auf den nächsten Punkt 8-14. Halim Tokia geht zum Service und versucht hier bei eigenem Service aufzuholen. Wir brauchen eine Servicestelle für die Schweiz. Punkt
mal schwer, hier ein ordentliches Sprungsignal wieder abzusetzen. Schweiz hat die nächste Chance zu verkürzen. 14:08. Come on, 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 come on
Scheiße, wo sie sich auch die Blocks stellen mussten, an jedem Stromservice zum Netz nach vorn laufen. Also ein Gewaltakt. Die macht sich wunderbar. Die Spielerin in hellblau mit der Nummer 2. Jetzt am Service. Setzt zum nächsten gewaltigen Stromservice an. Macht es ein bisschen gemütlicher. 4-3. Wow, da strecken sich die Engländerinnen in Bunkern an die Schweiz. Ja, eigentlich steckt da 4 Beine. Oh, hier sehen wir Beachvolley Ballach, Marke Extra Klasse. Wunderbarer Rainbow, die Bananenschutz hier von Nadine Zunke und ihre Partnerin Johanna Heidrich passt am Netz auf. Ausgleich Schweiz. Dürfen Sie zweimal
Die spielen das unglaublich stark, die beiden in Hellblau. Sarah and Lucy. Führen hier ein Punkt vor Sprung 13-12. Thank you.
aus der Lage Olfer, Nadine Zucker, Seiler und Anschlussprung 13:14. Und zwei Schweizerinnen wollen den Ausgleich bei einem Service. Wir helfen ihnen dabei. Laute Servicewelle, Arme nach vorne.
Möglichkeit für den Satz, für den Schweizer den Ball, lade die Maus, Ausgleich!
für sich und noch viel mehr Gefühl. Pokey Reinkatz. Johanna Eidrich.
Jeffrey Swinner. Und zwei Engländer wieder nehmen sich eine Auszeit. Wir haben so stark gespielt in Satz Nummer 1 und bis in die letzte Phase in Satz Nummer 2. Und jetzt haben wir die Schweizerinnen auf einmal auf links. Hier war von Lucy Bolton zu mächtig. Seit dem Wechsel der England verkürzt 4-6. Ich würde sagen, wir zählen mit für England in ihrer Sprache. 1, 2, 3. Ja, zu 50% gehört der Punkt hier euch hier am Center Court. Zu 50% natürlich. Lewis Bolton. Punkt Nummer 5. 5-8.
Lucy Bolton macht sie im Seilhaus. Vielleicht sehen wir hier Eli Bodini, Robin und Sandy gestern. 22:20, jetzt steht es 12 Beine. Seit 2005 hat sie jedes Spiel durchmoderiert und jetzt